Da oben fliegt ein Flugzeug. Willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier heute aus Frankfurt berichte ich und ich werde euch ein bisschen einführen, was heute denn passiert. Stopp. Bevor es mit dem Parabelflugvideo losgeht, könnt ihr noch eine Nintendo Switch mit Mario Kart 8 gewinnen. Und zwar müsst ihr einfach nur in die Kommentare hauen, welches Spiel ihr gerne auf der Switch auch noch neben Mario Kart spielen würdet. Geht in die Videobeschreibung, klickt dort auf den Link, der zu peetsmeet.de führt, dort alles eintragen und dann nehmt ihr schon teil und seid vielleicht bald um eine Nintendo Switch reicher. Und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal los mit dem Parabelflugvideo, wo wir mit LeChuck Mario Kart 8 spielen. Haut rein! Heute passieren ganz abgefahrene Dinge in der Schwerelosigkeit. Ich wurde eingeladen von Nintendo in der Schwerelosigkeit Mario Kart gegen LeChuck zu spielen. Total crazy, der erste Mensch in der Schwerelosigkeit, der mit der Switch spielen darf und dann auch noch Mario Kart, meine Königsdisziplin. Ja, nicht nur ich werde verrückte Sachen machen, sondern auch Tim Melzer wird das erste Salatdressing in der Schwerelosigkeit machen. Die Jungs von der Eintracht Frankfurt, die werden das erste Tor in der Schwerelosigkeit schießen. LeChuck wird seinen neuen Track Gold Baby live performen. Also seine Premiere wird in diesem Flugzeug in der Schwerelosigkeit stattfinden und er wird live performen, live DJen und alle gehen voll ab. Da steht ein DJ-Pult in diesem Flugzeug, wo nachher alle rumfliegen werden und alles ist mit Lichttechnik ausgestattet, seht ihr gleich. Dann sind noch ganz viele YouTube-Stars, DJs aus Korea und China, die größten der Länder, also die größten aus China und Korea, die DJs, die sind auch dabei. Und natürlich nicht zu vergessen, die Fantastischen Vier, die werden nämlich auch irgendwas in der Schwerelosigkeit zum allerersten Mal machen. Und natürlich Fabian Hambüchen, der ist auch mit dabei. Der will, so wie er mir gestern Abend schon auf dem Vor-Event gesagt hat, ganz viele Saltos machen und sich quasi durchgehend drehen, die meisten Salti hintereinander schaffen. Und das in der Schwerelosigkeit. Das klingt alles super verrückt und es ist auch super verrückt. Deshalb, ja, würde ich mal sagen, geht's los, ab zum Flughafen da vorne und ab in so ein geiles Flugzeug. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen und hier steht schon die ganze Crew von Kameramännern, vom Fernsehen und so. Also das ganze Event, was ja von Big City Beats organisiert ist. Also Grüße gehen auch an die raus. Und hier konnte man auch übers Radio gewinnen. Hallo. Mensch, du hast gewonnen übers Radio? Ich hab gewonnen, ja. In Wien. In Wien? Bei Krone Hit. Bei Krone Hit, ja mega. Also auch ganz normale Leute hatten hier die Chance. Also konnte man einfach mitmachen. Vielleicht nächstes Jahr, wenn es das nochmal gibt, könnt ihr einfach auch mitmachen. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier reinkommen. Leute, ich versuche das mal auszusprechen hier. Ich bin ja nur Economy eingebucht, ja. Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Also mein Nachname, also Vorname ist halt Sebastian, ne? Aber Lissen, wie spricht man das aus? Was für eine Sprache ist das? Jetzt treffen langsam die ganzen Promis ein und hier ist richtig Trubel mit den Kameras, voll witzig. Und gerade das war die koreanische DJ'n. In einem Diva-Outfit und ich spiele auch Overwatch. Mega nice! Hast du hart trainiert heute Nacht? Ja, ich habe noch ein paar Sit-Downs gemacht und so. Und vor allem habe ich noch mal ein bisschen gezockt. Ja, ein bisschen trainiert. Ja. Wir spielen nachher Mario Kart in der Schwerelosigkeit. Das wird mega cool. Das wird irre. Und du legst ja auch deinen Song noch auf, ja, ne? Ja, genau. Heute offizielle Release-Party von der Gold Baby Single, die gleichzeitig auch noch die Hymne von der Veranstaltung ist. Ach, das ist auch noch die Hymne? Ja, alles, mega alles nice, heute. Das ist unser geht Song richtig heute. Ab. So, wir laufen jetzt durch den Flughafen hier und hier wird ein bisschen gebeatert. Also vorne laufen sie weg mit einer Beatbox und alle gucken doof, was sind das für Leute. Warum läuft hier Tim Melzer rum, Freddy Bobic und alle möglichen anderen Leute, die man so kennt. Ach, schon witzig. Okay Leute, das ist cool, deshalb sind wir hier, weil die richtigen VIPs sind mit fetten Karren angefahren gekommen. Mit Lambo, McLaren, Jimmy Trumpet. Rennwagen und nicht selber fahren. Hier sitzen wir. Der halbe Flieger ist quasi ausgeschlachtet. Und nur so ein paar Sitze sind übergeblieben. Weil da vorne, dahinter, da ist nachher die Schwerelosigkeit. Und wir sitzen einfach nur so hier so rum.
So, wir sind jetzt endlich gelandet, im Flughafen wieder angekommen. Wie war's, Chris? Ja, war atemberaubend. War mega geil, oder? Du hast ja sogar noch aufgelegt. Also wir haben ja zum einen ja Switch gespielt. Ja. Das war total crazy, weil du spielst halt und dann auf einmal drehst du dich halt wie bekloppt und schnallst über. Ich habe gemacht die ganze Zeit und dann ist eine Rolle und im Schoß quasi Switch gespielt. Voll geil. Ich habe auch einmal, die Controller abgemacht und nur den Bildschirm quasi vor mir fliegen lassen. Das hat auch ein bisschen geklappt. Bis er irgendwann so weggeflogen ist und ich den angehalten habe und dann ist er die ganze Zeit, hat er sich gedreht. Also das war total crazy. So habe ich das auch mit meinen Kopfhörern gemacht. Ich habe die so in der Luft liegen lassen und bin so unten durchgegangen und habe die dann wieder aufgezogen. Oh, wie geil! Also die Stimmung war großartig, mega krass, super coole Leute dabei. Alle sind überall rumgeflogen, jeder hat jeden einmal getreten und... Gefühlt ja, gell? Das war schon geil. Eine intensive, tolle... Schöne Erfahrung, mir war es ein bisschen zu lang, 16 Mal hätte ich es nicht gebraucht, nach 4-5 Mal war es schlecht. Oh nein! Aber, it's space! Das ist total abgedreht, oder? Schwerelosigkeit, Alter! Abgedreht. Das kann man nicht beschreiben, man muss es erlebt haben! Das kann man, glaube ich, wirklich so im Leben, das kann man keinem erklären. So, nee. Hey, dann bist du schwerelos, es geht da einfach. Da ist auch kein Base-Jump oder versucht nicht vom Hochhaus zu springen, um das zu erleben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur im Space. Ja, mega in der geil. Wirklich Schwerelosigkeit. Mega geil. Also hat dir richtig gefallen, außer vielleicht ein bisschen zu lang. Ja, ein bisschen übel halt. Aber jetzt wird's wieder. Ich bin halt so ein bodenständiger Typ. Jetzt auf dem Boden. Das ist echt. Du musst immer gegroundet bleiben.